Yep, es sieht hier nach Arbeit aus und das ist es auch, denn ich habe entschlossen, was zu machen, was ich noch nie vorher gemacht habe. Ich saß das Ganze dreimal auf dem Motorrad und habe beschlossen, am Wochenende nach Colorado zu fahren, um dort bei den Nationals mitzufahren. Wieso, weshalb, warum? Es ist eine Autofahrt von 15 Stunden, wo ich euch das alles ganz in Ruhe erklären kann. Also, wer beim letzten Vlog aufmerksam zugehört hat, der weiß, dass ich gesagt habe, Nationals ist zu teuer, fahre ich nicht. Das Team hat mich aber mehr oder weniger dazu gedrängt, beziehungsweise haben sie mir Unterstützung zugesagt, was die Reisekosten angeht. Sie übernehmen nicht alles, aber sie wollen einen Teil dazu beitragen, was natürlich hilft, denn A gibt es nicht so viel Preisgeld wie beim Supercross und B ohne Team, ohne alles ist es natürlich noch mal ein ganzes Stück aufwendiger, auch was Material angeht und ja, das Ganze habe ich halt selber zu tragen. Mir ist aber bewusst, dass ich praktisch investiere, nicht nur in Geld, sondern auch mit dem ganzen Rennen ist das, was mich letztendlich weiterbringt und was ich machen muss, um weiterzukommen, um ein besseres Supercross-Jahr zu haben als dieses Jahr. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich fahre Nationals oder zumindest ein paar. Wir fangen jetzt mal mit Colorado an und schauen mal, wie es dann weitergeht. Ich hatte zwar erst überlegt, weil ich wirklich nur dreimal auf dem Motorrad saß, was absolut nicht meine Art und Weise ist, erst in Red Bud zu fahren, aber dann dachte ich wiederum, was ich brauche, sind Rennen, denn ich bin schon oft, wie man aus Spaß manchmal zu mir sagt, Trainingsweltmeister geworden, weil ich so viel trainiere wie kaum jemand anders. Aber dann, wenn ein Rennen kommt, ich auf einmal doch eine andere Person bin. Und von daher habe ich gesagt, okay, keine Ahnung, was dabei rauskommt, aber wir fahren Rennen, denn ich fahre Rennen, denn das ist, was ich brauche. Und deswegen habe ich Dienstag, habe ich das vom Team gesagt gekriegt, dass sie mich finanziell ein bisschen unterstützen. Mittwoch habe ich genannt, heute ist Donnerstag und jetzt bin ich auf Weg nach Colorado. Wie gesagt, es sind, ich glaube, insgesamt 1700 Kilometer. Ich habe noch 14 Stunden vor mir. Und ja, guck mal weiter aus dem Fenster. Aber somit wisst ihr jetzt erstmal meine Ausgangslage. Und da ich Truckfahrer, Mechaniker und Fahrer in einem bin, könnte das ein sehr unterhaltsamer Vlog werden. Lakewood wird ein Rennen, wo ich vorher noch nie war. Genauso bin ich gerade in der Stadt, wo ich vorher noch nie war. Das ist nämlich Las Vegas, auch wenn man nicht viel sieht, außer Stau. Es kommt zumindest leider nicht so auf der Kamera rüber. Aber ja, es ist faszinierend, dass wirklich ewig nichts kommt. Es ist nur gerade und Wüste und nichts außer Wüste. Und dann fährt man über eine Kuppe drüber und blub, auf einmal ist eine Stadt da mit großen Hotels, mit Stadien, mit Haufen Leuchtreklamen, Tafeln und ja, und natürlich, wie ihr sehen könnt, Stau. Weil ich es beim letzten Vlog vergessen habe, ich habe euch nach wie vor versprochen, dass ich euch bei jedem meiner Vlogs eine Sache mitgeben möchte, die euch hoffentlich hilft, mental stärker zu werden. Dieses Mal würde ich gerne drüber reden, über das ergebnisorientierte Denken, denn das ist irgendwie von klein auf, kriegt man das eingetrichtert, dass man immer nur nach Ergebnissen zielt. Und ja, oh, ich musste aufs Podium und ich will dort Erster werden. Und wenn du dort nicht gewinnst, dann kommst du da nicht weiter. Das ist zwar an sich richtig, denn
Platz 10 kriegt halt weniger einen Vertrag als Platz 1, aber man kommt viel schneller auf Platz 1, wenn man vom ergebnisorientierten Denken weggeht und ins prozessorientierte Denken übergeht, was natürlich auch für mich sehr, sehr schwer ist, denn wie bei euch wahrscheinlich auch, bei mir war es genauso, von klein auf Ergebnisse haben gezählt. Und von daher probiere ich immer mehr ins prozessorientierte Denken überzugehen, sprich, was kann ich besser machen? Wir sind jetzt zwar beim Motocross, aber beim Supercross, okay, die Runde will ich die Boobs perfekt treffen, damit ich da noch ein Zehntel gut mache. In der Kurve lasse ich zeitiger die Bremse los, roll schneller durch die Kurve durch, bin zeitiger am Gas. Die nächste Sprungsektion, da will ich nicht einmal mit dem Hinterrad auf der Kante landen, sondern alles perfekt landen und direkt weiterspringen. Und wenn ihr euch darauf mehr fokussiert, nehmt ihr A, euch selber den Druck weg vom, oh, ich muss das Rennen gewinnen oder muss unter den ersten fünf kommen, was ich mir persönlich oder wie es mir persönlich immer geht. Und ihr kommt, ihr lenkt euch damit ab und fokussiert euch aufs Eigentliche. Und ja, wenn ihr euch darauf konzentriert, werdet ihr A besser und habt weniger Druck. Und das sind zwei Sachen, die man mit einer Sache beheben kann. Und von daher, prozessorientierte Denken ist größer als ergebnisorientierte Denken. Erklärbar, Nick aus Las Vegas. Ich guck mal weiter aus dem Fenster. Ich habe noch 11 Stunden und 10 Minuten. Es ist 12:30 in der Nacht und ich habe noch nicht mehr ganz 4,5 Stunden vor mir. Ich werde mich jetzt in mein Bett legen, denn ich lebe das volle Privatfahrerleben. Ja, das ist mein Bett. Da mache ich es mir jetzt bequem und morgen geht es dann zum Endspurt. Und dann sind wir hoffentlich endlich bald in Colorado angekommen. Bis morgen. Gute Nacht. Ich bin wieder auf dem Weg. Hab 4 Stunden geschlafen. Irgendwie ist es nachts so kalt geworden, dass ich irgendwann um 5:30 entschieden habe. Ich glaube 5:30 entschieden habe, weiterzufahren. Wir sind jetzt mittlerweile schon in Colorado, sind gerade in Vail vorbei, was eine ziemlich bekannte Stadt ist. Großes Skigebiet und da lassen sich alle Motocross-Profis in Amerika operieren, also ja, will ich nicht unbedingt hin, zumindest nur hin, wenn es ums Skifahren geht. Aber was ich sagen wollte, wir sind jetzt auf über 10.000 Fuß Höhe und das sind 3.200 Meter, was höher als die Zugspitze ist. Und ja, das Auto hatte zu kämpfen, aber ich fand es trotzdem beeindruckend, dass ich praktisch gerade höher als die Zugspitze bin. Kultur mit Nick. Noch eine Stunde, dann habe ich es geschafft. Dann werde ich aber heute definitiv einen Mittagsschlaf machen, weil müde stark. Ich habe es endlich nach Thunder Valley geschafft und werde jetzt mal ausladen, denn wie schon gesagt, ich bin Fahrer und Mechaniker. Ich habe probiert, alles soweit es geht vorzubereiten, sprich Brillen fertig gemacht, Luftfilter vorbereitet, Motorrad ist frisch, aber wie ihr noch sehen könnt, ist noch keine Plastik oder kein Dekor dran. Ich habe aber Gott sei Dank, das Team hat es geschafft, mir ein Dekor machen zu lassen und die haben schon beklebt. Besser ist es, weil ihr wollt das nicht sehen. Gut, deswegen habe ich nur noch Plastik zu tauschen. Ich werde mal mein Bett zur Seite räumen, aus meinem Schlafzimmer raustun und dann werde ich mal anfangen zu basteln. Nick als Mechaniker. Kann ja nur gut gehen.
Wie ihr es im Hintergrund sehen könnt, Motorrad ist endlich fertig und ich hatte zwar ein paar kleine Probleme, beziehungsweise nur ein Problem. Nach Fest kommt ab und mir ist nicht rauf abgebrochen, aber zum Glück kenne ich ein paar Leute und Hunter, mein erster Mechaniker in Amerika, der arbeitet jetzt bei Star Racing Yamaha und der hatte mir Gott sei Dank geholfen, ansonsten wäre das Wochenende schon wieder gelaufen gewesen, aber guckt euch mal das Motorrad an. Ich finde, es sieht gut aus und das Geile ist, ich kann private Sponsoren jetzt größer darstellen, weil es halt nicht unbedingt mit dem Team-Deal verbunden ist und an dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an Motorradbeuter und natürlich an ADAC Team Sachsen, die mich beide auch nach so einer bescheidenen Supercross-Saison nach wie vor noch unterstützen und da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar darüber. Und ja, Motorrad steht. Ich würde sagen, gucken wir uns jetzt mal die Strecke an. Ich bin auf den höchsten Punkt geklettert und wir sind auch wieder auf Höhe. Ich glaube auch wieder wie zum Supercross in Denver 1600 Meter. Aber dieses Mal sollten wir damit weniger ein Problem haben, weil ich 450er fahre und da genügend Leistung da ist. Hoffe ich zumindest. Ja, wie ihr seht, getrubbert ist, gewässert wird und ich freue mich auf morgen. Es ist ein neuer Tag. Es ist Race Day und wie ihr seht, ich bin schon angezogen. Der Zeitplan ist wie folgt. Es sind eine Runde freies Training und dann 13 Minuten Zeittraining. Dann haben wir eine kurze Pause von einer Dreiviertelstunde und dann sind wieder 15 Minuten Zeittraining. Ihr kennt es aus dem Supercross A und B, da ich A und B Gruppe, da ich dieses Jahr noch keine Autos gefahren bin ich in die B Gruppe gerutscht. Ja, schauen wir mal, wie es läuft. Wetter ist gut und ich meine, wer kann schon von sich behaupten, er kann sich in seinem eigenen Schlafzimmer am Renntag umziehen. ja, ich freue mich und die Strecke sieht gut aus. Ich bin locker bis jetzt und schau mal, was das Qualifying bringt. Trainings sind durch. Es war ziemlich stressig. Im ersten Training war es sau schlammig und jetzt war es einfach nur sau tief. Also wirklich schon Spuren, die bis zum Knie gehen. Was natürlich neu für mich ist, weil in Kalifornien ist alles relativ trocken und weniger tief. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wie viel da ich bin. Ich hatte Zwischentrainings zu tun mit Motorrad sauber machen und allen möglichen Mist. Und ja, ich habe weder eine Ahnung, was ich im ersten Quali war, noch was ich im zweiten war. Und wir schauen mal nach. Was interessant war, ich konnte zwar nur einen Start im ersten Training machen, weil meine Startvorrichtung nicht ganz so direkt in der Linie stand, dass es eingehakt ist. Ich dachte, ich hätte zum zweiten Training repariert gehabt, aber habe es zu weit rüber geschoben. Was ich sagen will, wie schon vorhin gesagt, wir sind auf fast 2000 Meter Höhe und der Start geht bergauf. Wenn du mit der 450er am Start losfährst, zieht die 2 erstmal nicht und dann den ganzen Hang hoch kannst du komplett in der 2 lassen. Also wahrscheinlich wäre ich in der 1 starten müssen und dann direkt in 2 schalten und dann bis hoch in der 2 bleiben. Fand ich interessant, weil ich dachte, 450er hat genügend Kraft, um mich mit der 2 da rauszuziehen. Gut, Mechaniker ist endlich da und der macht sich jetzt seine Arbeit. Okay, Baby? Mal los.
ich musste jetzt erstmal schnell ins Media Center rennen, weil ich nicht wusste, welcher Platz ich war. Und die haben hier den LCQ für die Autos. Aber 25. Ich bin drin. Und ich weiß nicht, wie viel Abstand nach vorne und hinten ist, aber ist erstmal ein Anfang. Die Strecke ist ziemlich kaputt jetzt schon. Und was mir natürlich nicht unbedingt zugute kam, war, dass ich in der B-Gruppe war und da waren viele drin, die wirklich mit den Streckenbedingungen echt wahnsinnig zu kämpfen hatten. Aber 25 ist, denke ich, ganz okay. Für das ich erst dreimal auf dem Motorrad saß. Es ist gerade was echt Cooles passiert, denn ein Zuschauer, der hier aus der Gegend kommt, hat gesehen, dass ich alles alleine mache, mein Motorrad selber vorbereitet habe oder gerade vorbereite, und er hat gefragt, ob er mir helfen kann. Und dachte ich, gut, wenn du jetzt Nein sagst, wärst du ein bisschen blöd. Und von daher habe ich jetzt zumindest für den Rennmechaniker, was ziemlich cool ist. Hey, you have to introduce yourself to the German followers. Oh, great. Aaron Kibler. Okay. It's a pleasure to wrench for you. Help you out. Wisst ihr Bescheid, das ist Aaron und der assistiert heute Bailey. Ich hatte einen guten Start, erstaunlicherweise, obwohl ich noch nie mit dem Motorrad gestartet bin. Ich war 14. glaube ich, wie mein Mechaniker es gesagt hat. Habe einfach die Intensität zu Beginn nicht gehabt. Habe zum Teil mit dem Motorrad nichts zu tun gehabt, aber ich wusste einfach nicht, was es in bestimmten Situationen macht, was, denke ich, normal ist bei der kurzen Zeit auf dem Motorrad. Am Ende 25. was okay ist. Ja, klar hätte ich gerne Punkte, aber wenn ich 4 Wochen nichts mache, 2 Wochen wieder trainiere und davon 3-mal auf dem Motorrad sitze, wäre es, glaube ich, auch eine Schande, wenn ich einfach mal so in die Punkte fahren würde. Von daher denke ich, dass 25 okay ist. Ich bin happy mit meiner Fitness, muss ich ehrlich sagen, weil zum Training bin ich, glaube ich, nie länger als 20 Minuten gefahren, was jetzt nicht Sinn und Zweck und nicht eigentlich meine Trainingsgrundlage ist, aber es war halt einfach nicht geplant, dass ich Rennen fahre. Bin nicht müde geworden, aber wie gesagt, der Speed am Anfang, generell an Speed muss ich noch dazu gewinnen, aber besonders der Speed am Anfang war einfach nicht da. Und von daher 25 ist okay. Und ich habe jetzt zu tun. Wir haben 45 Minuten Zeit. Nee, noch 45 Minuten. Wir hatten eine Stunde Zeit. Zwischen Helm sauber machen und Brillen habe ich Gott sei Dank schon vorbereitet. Aber das war noch eine Sache. Ab Mitte vom Rennen hatte ich keine Abreißer mehr. Ich hatte 14 drauf. Ich werde jetzt mal 21 drauf machen. Helm sauber machen und dann geht's auch direkt wieder zum zweiten Lauf. Zweite Rennen ist durch. Ich hatte einen sauschlechten Start. Wahrscheinlich, weil ich beim ersten Mal mich so drüber gefreut habe, dass ich so einen guten Start hatte. Sauschlechten Start und dann, ich glaube, in der zweiten Runde gleich gestürzt. Dann mein Vorderrad, nicht das Vorderrad verbogen, aber die Gabel. Es
war alles verbogen vorne und ja, dann zwar zu Ende gefahren, ich glaube 31. oder irgend sowas, war nicht das, was ich wollte. Es war aber definitiv nicht die Strecke, wo man mit einer verbogenen Front fahren will, denn guckt mal, hier landet man, das ist ein Step Up, vierter Gang Vollgas und dann darfst du dir eine Spur aussuchen und die waren wirklich alle tief. Ich finde es immer interessant, die Strecke nach dem Rennen zu begutachten, denn A, im Fernsehen sieht man es nicht und B, man kann was für die Zukunft lernen, zumindest als Fahrer. Ich zeige euch mal noch eine Stelle, denn ich fand die Strecke hat es ganz schön in sich gehabt. Noch eine Stelle. Da, ihr seht es, Rillen, 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 Rillen. Kurzer Sprung. Und dann Rillen, Rillen, Rillen. Aber guckt mal, wie tief die sind. Hier. Und dann, das ist noch nicht alles, denn it's you are screwed. Can we talk English on this one? Yeah, you can. Okay. Most of them understand English, but so. Well, hold on. Let me tell them something. If you understand English, this was the gnarliest track ever. Also, sagt auch, die Strecke war brutal. Denn wie ihr seht, Rillen, Rillen, Rillen. Und da hinten ging's mit Rillen weiter. Nach der dritten Welle. Ach komm, ich zeig's euch. Ihr landet und dann, wie ihr seht, Rillen, 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 Kanten und da hinten, ihr seht schon, mehr Rillen. War definitiv keine einfache Strecke. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe, auch wenn das Ergebnis nicht so war, aber ich glaube, es ist essentiell für mich und meine anstehende Supercross-Saison, Rennen zu fahren. Ich würde gerne mehr Nationals fahren, aber das ist eine Preisfrage und mal gucken. Mal gucken, ob ich das irgendwie auf die Beine bekomme, denn ich würde es gerne machen, aber wie gesagt, im Lotto habe ich leider nicht gewonnen und man kriegt nicht viel. Also Sprit ist ungefähr $700, Startgeld $300, Motorrad, Material und. Und ich glaube, ich habe heute $700 Preisgeld gemacht. Also wenn man mal nachrechnet, ist es kein Plusgeschäft. Egal, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, auch wenn es dieses Mal ein bisschen längerer Vlog geworden ist. Ich hoffe, es wird euch trotzdem gefallen und wir sehen uns, wenn es wieder was Neues gibt. Kanal abonnieren, dann kriegt ihr die Benachrichtigung und ich würde mich freuen, wenn ihr mir auch auf Instagram folgt. In diesem Sinne.